Hier ist meine Meinung und ich bin Andreas Dorfmann. Willkommen im Fernsehen in Berlin, Brandenburg, Hamburg und in Baden-Württemberg. Naja, und dann natürlich auch weltweit bei YouTube. Meine heutigen Gäste sind Carsten Klein, Chef der Kralos GmbH im niedersächsischen Hannover. Hallo Herr Dorfmann. Freue mich sehr. Und auch mal wieder der CDU-Politiker Manfred Benedikter aus Baden-Württemberg. Schönen guten Tag, hallo. Ja, grüßen wir das Sendegebiet in Baden-Württemberg noch zusätzlich. Hier sitzt einer von Ihnen. Hannover und Hamburg sind nicht so weit auseinander. Ja, von und daher. Sie sind so viel unterwegs und weltweit unterwegs, das ist eigentlich egal, wo Sie sind überall dabei und online. Und überall zu Hause. Ja, überall zu Hause. Und genau über online wollen wir heute sprechen, in meiner Meinung. Gefahr, Doppelpunkt, Lauschangriff auf Deutschland. Der aktuelle Spiegel titelt, da haben wir ihn, das ist die Seite 1 des aktuellen Spiegels, Samstag rausgekommen. Putin hört mit, wie Deutschland ausspioniert und unterwandert wird. Was war denn da nochmal? Klar, Luftwaffenoffiziere der Bundeswehr plaudern locker, unter anderem über den Einsatz des deutsch-schwedischen Taurus-Luftboden-Marschflugkörpers in der Ukraine. Die Russen hören mit und veröffentlichen die mitgeschnittene vertrauliche Webschalte der deutschen Offiziere. Das Gespräch wird somit Teil des bereits laufenden Informationskrieges Russlands gegen den Westen. Frage natürlich, wie leichtfertig gehen selbst deutsche Sicherheitsprofis mit dem Digitalen um? Die Frage geht an Sie natürlich. Herr Klein, als Experte, Digitalexperte und Firmenchef der Kralos GmbH in Hannover, aber zugleich auch an Sie, Herr Benedikter, als Politiker der CDU, die im Bund momentan in der Opposition ist, klar, und mit der Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP auch deshalb hart ins Gericht geht. Herr Klein, wie schätzen Sie die aktuelle Gefahrenlage ein? Naja, letztendlich ist es nichts Neues, dass ob es die Russen sind oder Chinesen sind, die immer wieder mithören oder versuchen, an Informationen ranzukommen in allen Bereichen. Und gerade im Bereich des Militärs sollte das immer im Hinterkopf sein, selbst wenn ich irgendwelche, sei es auch noch nicht vertrauliche Gespräche führe, dass meine Informationen anderweitig auch geleakt werden können. Wir haben es damals gehabt mit Angela Merkel, unter Freunden spioniert man nicht. Ja. Das zeigt uns, dass auch die Amerikaner, letztendlich hören sie alle mit. Und wir werden immer angemahnt, denken Sie an die DSGVO, geben Sie nicht so viel Daten frei und dies und jenes. Das hören wir als Normalbürger ständig und werden ermahnt und dann sollte es gerade im Offiziersbereich oder in der Politik gang und gäbe sein. Mhm. Herr Benedikter, wie schätzen Sie die Gefahrenlage für Deutschland ein? Also im Prinzip ist es, wie Sie schon sagen, mein Gegenüber, ist es ja tatsächlich so, dass die Spionage ein altes Thema ist. Wenn ich mich an den Kalten Krieg zurückerinnere, wo auch Ost und West, man ist fast so gleich wie jetzt, gegenüber sich stehen, in anderer Konstellation ein Stück weit, auch eine verschärfte Situation. Und Deutschland ist eben sozusagen durchaus eine interessante Landschaft jetzt für Russland natürlich. Hier sitzt, wenn ich an Baden-Württemberg denke, Stuttgart, Hauptquartier der Amerikaner. Und man möchte natürlich auch schon sehen, was entwickelt sich in Deutschland. Und dann natürlich dieses Thema Taurus und politisch aufgeheizt durch den Tod von Nawalny. All diese zeitlichen Zusammenfälle, das ist natürlich etwas, was noch viel Neugierde für andere Mächte dann einander gibt. Und da muss es natürlich für große Sorgfalt sorgen. Ne? Allein wie dilettantisch es gegangen ist, dass man sich in einen WebEx-Kanal einwählt, dann nicht die ganzen Sicherheitsmaßnahmen einhält, sondern eine Telefonschalte draus macht, als Bundeswehr ein Militär macht sozusagen, macht eine Telefonkonferenz draus und achtet nicht darauf, dass sich noch jemand anderes, scheinbar unbekannt, noch einwählt. Also da sind auch wirklich Dinge scheinbar, so wie man hört und sagt, gelaufen, die es nicht hätten dürfen. Und da muss eine richtige Aufarbeitung passieren, weil sowohl im gesellschaftlichen wie im militärischen muss es wirklich auf enorme Sorgfalt geachtet werden, damit eben solche
Sachen gar nicht mehr passieren. Herr Klein, da frage ich Sie doch einfach mal ganz direkt, ist denn die Bundeswehr besonders gefährdet? Ja, natürlich. Ich selber habe Erfahrungen in der Bundeswehr gesammelt, in verschiedenen Bereichen, aber auch in der IT. Und letztendlich ist das Informationsmaterial, was dort zu finden ist, für jeden interessant. Sei es für die Russen oder die Chinesen. Es geht um Abwehrmaßnahmen, es geht um Kampfmittel, die man hat und das Ganze. Und das gerade auch im Verbund mit der NATO, dass dort auch Informationen ausgetauscht werden, ist natürlich Deutschland ein lukratives Ziel. Und es ist tatsächlich leider so, dass Deutschland da einen großen Nachholbedarf hat, was die Sicherheit angeht im digitalen Bereich. Mhm. Ja. Wir haben im Januar schon mal darüber gesprochen. Da haben wir ja über die anderen Dinge, die noch passieren können. Auf die kommen wir auch gleich noch mal zurück. Ja. Aber bleiben wir mal bei der Bundeswehr und dem, was da jetzt gerade als Mitschnitt durch die sozialen Netzwerke geht und weit darüber hinaus. Warum wird gerade zum jetzigen Zeitpunkt solch ein Mitschnitt von der russischen Seite veröffentlicht, Herr Benedikter? Ja, wie kurz schon leicht angeschnitten, haben wir einen zeitlichen Kontext zu der Sache mit Nawalny, dem Tod von Nawalny, dann der eventuelle Austausch Gefangenen oder Austausch, den es gegeben hätte können, scheinbar, ja. Mhm. Und dann der zeitgleich im Kontext stehende Tod und dann natürlich die Propaganda von Russlands, um natürlich hier in die andere Richtung zu lenken. Auch ein Medienkrieg, der da in Brand ist, durchaus. Dem muss man begegnen einerseits. Und das ist die Cyberlandschaft, die wir heute verschärft sehen. Das sieht der private Nutzer unter allen möglichen Datenschutzrichtlinien, dass man nicht gehackt wird. In Facebook, Instagram sieht man die ganzen, oder auch LinkedIn. Ich wurde fast, wenn ich mich nicht gut gesichert hätte, wurde ich fast selbst schon Opfer eines Identitätsklaus, ne? Und in LinkedIn und in Facebook. Also da muss der private Nutzer selbst aufpassen, wie natürlich insbesondere die Wirtschaft und vor allen Dingen das Militär mit sensiblen Schutzmitteln, um eben nicht einerseits an Datenklau heranzukommen. Da toll, was da die Wirtschaft macht dann auch und hier tüftelt, ne? Und neue Möglichkeiten heranbringt. Und da ist es besonders wichtig, dass das Militär, dass da die Bundeswehr als großer auch NATO-Partner, da muss viel reingesteckt werden noch. Finanzielle Mittel. Als Bundeswehr muss geschaut werden, dass man nicht nur militärisch sich halten kann, auch schützen selbst kann, unser Heimatland schützen kann, aber eben auch, dazu gehört eben auch die digitale Sicherheit. Und das ist ein wichtiger Faktor, der, wie Sie sagen, vernachlässigt wurde. Spaltung und Destabilisierung der Bundesrepublik, das ist wohl das Ziel der Russen. Das haben Sie eben auch gesagt und das haben auch viele Kolleginnen und Kollegen so geschrieben oder gesendet. Nun gibt es digital ja diverse Möglichkeiten der Manipulation. Herr Klein, aus Ihrer Erfahrung, auf welche Szenarien muss sich auch unsere Gesellschaft, also von Politik, Wirtschaft, Bundeswehr bis hin zu den Nutzern, Sie haben sie angesprochen, der sozialen Netzwerke, also Instagram, X, Facebook oder TikTok, um einige zu nennen, einstellen? Naja, es wird das Thema Deepfake, also dass Videos und Stimmen generiert werden, ist ja auch immer mehr. Und da möchte ich gerade mal kurz anschließen. Herr Scholz hat ja auch die Informationen preisgegeben bezüglich Großbritannien, dass die mit ihrem Storm Shadow entsprechende Zielvorgaben geben. Und deswegen möchte er halt nicht, dass der Taurus dort gegeben wird. Aber das ist auch ein Leak, der nicht hätte sein müssen. Aber das passt dann wieder zeitlich mit dem Leak, den die Russen gebracht haben. Und so wird dann aus diesen Informationen, kann man Deepfake machen und dann kann man das noch mehr ausbauen und letztendlich sagen, und das haben wir noch mit abgehört, bis das geprüft ist und das als Fake identifiziert ist, ist die Verunsicherung in der Bevölkerung auf jeden Fall riesengroß. Sie haben es eben gerade gesagt, Herr Benedikter, Sie nutzen das Digitale auch als CDU-Politiker, und zwar in allen Varianten. So ist es aber nicht überall. Ne? Da haben wir letztes Mal auch im Januar drüber gesprochen, in der Sendung. Wie viel zeitgemäße Digitalkompetenz gibt es denn in der deutschen Politik? Ja, man muss natürlich generell natürlich darauf achten, wenn man sich als Nutzer, egal ob in der Politik generell natürlich in den Medien bewegt, dass man sich
sicher bewegt, dass man schaut, was haut man raus und was nicht. Ne? Man muss natürlich immer durchaus schauen, dass man jedes Wort natürlich in den richtigen Kontext bringt, weil natürlich kann das Wort auch in die falsche Richtung gehen, einerseits, aber wie Deepfake, so wurde schon gesagt, man muss auch achten darauf, dass nicht Manipulationen im Netz dann stehen irgendwie. Also die KI macht es ja möglich, KI, und zwar genau, ganz leicht. Ja. Ne? Ja. Also selbst wenn ich jetzt was sagen würde oder irgendein anderer Politiker in der Politik was sagt, plötzlich tauscht man irgendwie den Kopf aus oder irgendwelche anderen Dinge, Wörter ausgetauscht etc. Und plötzlich sieht dann aber der Nutzer, die Menschen vor den Bildschirmen, etwas ganz anderes. Ja, ich erinnere mich da an eine Neujahrsansprache, die auch von Kollegen zum Beispiel hergestellt worden ist, also auch mit KI. Herr Klein, beispielsweise Russland oder die USA, bei Russland haben wir es ja jetzt gerade gesehen, sind diese beiden Länder weiter in Sachen Cybersicherheit? Weiter teilweise, aber die gehen aggressiver vor. Die scheren sich jetzt, ich möchte niemanden negativ belasten, aber für die ist es erstmal uninteressant. Die holen sich die Informationen und wenn dann hinterher irgendjemand sagt, ja, das ist aber böse, das ist unter Freunden oder wie auch immer, macht man das nicht, dann sagt, ja, Entschuldigung, kommt nicht wieder vor, aber es kommt trotzdem vor. Also sämtliche Informationen, das muss uns allen klar sein, egal ob wir eine WhatsApp-Nachricht schicken oder ob wir ein Bild hochladen oder sonst irgendwas, diese Informationen finden sich auf Großrechnern in den unterschiedlichen Staaten auch wieder. Das wird alles gesammelt, daraus werden Schlüsse gezogen und dann entweder ist es interessant oder uninteressant, aber wenn es interessant ist, wird dann mehr darauf sich bezogen, auf die Person oder den Bereich, wo das gerade halt veröffentlicht wird. Ja. Wie sehr verunsichern gezielt platzierte Leaks, unter anderem der Russen, die deutsche Politik, Herr Benedikt? Das frage ich Sie nun als Politiker. Mhm, ja. In der Tat muss man in jede Richtung, ob es jetzt in Russland oder andere Nationen sind, wo Spionage auch gemacht wird, wir müssen dem Ganzen begegnen und eben solche Informationen muss man sich anschauen und dem auch begegnen, ja, schließlich. Weil man kann Spionage ist da und wir müssen dem begegnen sozusagen, damit und Sicherheitsmerkmale noch mehr hochfahren, damit solche Veröffentlichungen gar nicht erst geschaffen werden. Hier muss einfach Security, Cybersicherheit noch ein viel höherer Faktor werden in der Politik. Es ist ein Abwehr sozusagen, eine beispielsweise Militär. Abschirmdienste etc., die ganzen Sicherheitsdienste von BND bis Verfassungsschutz. Jedes Sicherheitsorgan muss natürlich die Cybersicherheit als richtige Brandmauer, auch da sind wir bei einem anderen Wort wieder, Brandmauer, aber da passt es hin, richtig. Muss es eine Brandmauer tatsächlich geben, weil heutzutage ist Militär nicht mehr. Da muss man sich dazulernen. Früher gab es das halt nicht. Das ist was ganz Neues, was sich in den letzten Jahren immer mehr entwickelt hat. Ne? Und natürlich benutzen andere Nationen in der Spionage diese Mittel. Ne? Und da muss es eine neue Sicherheitstechnologie oder einen Sicherheitskurs geben. Ja, der fehlt. Wir haben hier einen sitzen, der sich genau damit beschäftigt, der genau das verkauft und damit sein Geschäft betreibt, sehr erfolgreich in Hannover, ein wachsendes Unternehmen. Ich sehe Sie überall ständig, wo ich schaue, da sind die sozialen Netzwerke wieder, sehe ich Bilder von Ihnen bei Vorträgen. Wie können denn, Herr Klein, sensible Informationen besser geschützt werden? Ich denke, auf der einen Seite ist klar, der bessere Schutz muss gegeben sein. Auf der anderen Seite muss aber auch die Politik Rahmenbedingungen schaffen, damit die Wirtschaft die Innovation auch in die Politik bringt. Da ist mal, das spreche ich jetzt aus eigener Erfahrung als Unternehmer, es ist richtig schwer an politische Stellen, BSI, BND, andere Institutionen ranzukommen und denen zu sagen, hier gibt es etwas, was man einsetzen könnte. Ich sage jetzt auch nicht den Namen oder sonst irgendwas, sondern ne, es gibt Innovation in Deutschland. Wir müssen nicht Innovation aus den USA oder woanders herholen, sondern wir haben es vor der eigenen Haustür, aber da werden die Augen vor verschlossen. Und Deutschland ist
hat ein Regelwerk und ohne irgendein Zertifikat. Oder dann gucke ich mir das alles gar nicht an. Das muss anders werden. Man muss offen sein für Innovation. Und wenn das hinterher nichts ist, dann kann man es immer noch beiseite legen. Aber man muss sich die Dinge angucken. Und die gibt es hier vor der Haustür. Gutes Stichwort, Herr Klein. Tatsächlich Innovation aus Made in Germany. Das ist dann der Punkt. Weil in der Tat muss da aktuell die Bundesregierung und das Verteidigungsministerium auch die Möglichkeit jetzt überprüfen, wie solch zu sein eine Panne, wofür wir hier gerade sitzen, mit dem Abhörskandal, wie es dazu kommen konnte, dass man sich bei WebEx eingeklickt hat und dann solche organisationellen Fehler dann noch reinhaut. Ich finde es besser tatsächlich, wenn man das so macht, eine Technologie aus Deutschland verwendet, einerseits, und dann natürlich auf organisationelle Dinge mehr achten muss dann und da ein besserer Austausch zwischen Politik und Wirtschaft hinbekommt. Das ist eklatant notwendig. Definitiv. Auch da kann man wesentlich mehr machen. Also ich kenne jetzt nicht die genauen Umstände des Bereichs, aber bevor jemand WebEx nutzt, gibt es andere Mechanismen, die man davor setzen kann, ohne dass man das erst gar nicht nutzen kann. Und auch da muss angesetzt werden. Man darf nicht einfach, ich klicke jetzt mal hier und dann läuft das schon und ich bin verbunden und was drumherum ist, interessiert mich nicht. Gerade in so Bereichen, wenn es in Richtung Asien geht, in Richtung Osteuropa, Russland, wenn irgendwelche Konferenzen sind, das muss jedem klar sein. Es wird abgehört. Es wird versucht, Daten abzugreifen. Es wird auch mitgelesen, teilweise auch. WhatsApp ist ja auch nicht so ganz ungefährlich. Ne? Also da gibt es ja auch die ein oder andere Dienstanweisung in Unternehmen, Achtung und so weiter und so fort. Ja, das Bundeswehrgespräch der Offiziere via WebEx-Konferenz aus Singapur dauerte rund 40 Minuten. Dort wurde im Plauderton über äußerst relevante Geheimnisse gesprochen, Herr Benedikter. IT-Sicherheit, Geheimnisse und lockere Plauderei, zumal in äußerst unruhigen und ernsten Zeiten wie diesen, fehlt es da etwa an Gespür bei den Beteiligten der Bundeswehr und auch manchmal in der Politik? Ja klar, also man muss sensibel, gerade bei solchen Sicherheitsbereichen sowieso, wir haben es ja gerade mehr organisationelle Sorgfalt bei solchen, wenn man sich irgendwo reinklickt in solche Konferenzen, wenn man es dann schon nicht in Präsenz machen kann, weil der eine auf dem anderen Ende des Kontinents oder anderen Teil der Welt sitzt, dann muss man es bei Videokonferenzen, das ist ja auch bei Wirtschaftsunternehmen, da gibt es ja auch Wirtschaftsgeheimnisse. Auch da muss man achten, seit Corona-Zeiten sind diese ganzen Videokonferenzen quasi, wie soll man so salopp sagen, zur Mode geworden. Und dann muss man auch natürlich bei Betriebsgeheimnissen, jetzt in dem Fall bei Sicherheitsgeheimnissen, enorm darauf achten, wie man damit umgeht. Weil wir haben im Wirtschaftsbereich die Wirtschaftsspionage, wir haben jetzt im Sicherheitsbereich Militärspionage. Und da haben wir sicherheitsrelevante Themen immer drin und da ist es eklatant wichtig. Ja. Die Audiodatei wurde von russischer Seite über soziale Netzwerke veröffentlicht, das haben wir ja hier schon öfter gesagt, und verbreitete sich damit in Sekunden weltweit. Hybride Kriegsführung nennt man das, haben wir diesen Begriff, kennen Sie sehr gut. Also Spaltung, Zersetzung und Verunsicherung. Das ist das Ziel, Herr Klein. Wie schnell können oder besser gesagt sollten die Betreiber der sozialen Netzwerke derartige brisante Inhalte sperren bzw. sperren können? Also eigentlich sind sie ja schon angehalten, entsprechend Kontrollen durchzuführen. Dass so ein Leak, ich glaube, das fällt nicht in den Regelwerk mit rein, aber auch da sollten die umgehend sich dran setzen, entsprechende Regeln schaffen. Die Algorithmen sind da. Ich muss sie, ob ich jetzt Brutalität, Nacktbilder oder sonst irgendwas auskenne, dementsprechend kann ich dann auch solche Leaks dann mit ausscannen. Allerdings machen wir uns alle nichts vor, was einmal im Internet ist, kommt auch nicht wieder raus. Selbst wenn die sozialen Medien das innerhalb von, ich sag mal, 5 Minuten sperren. In den 5 Minuten ist es schon so oft runtergeladen und auf anderen Plattformen geteilt, sie kommen nicht mehr hinterher. Also das ist grundsätzlich ein Problem. Also Vorsicht ist da besser als Nachsicht. Ja. Tatsächlich dieser alte Spruch, der gilt auch da in der Digitalisierung. Die Bundeswehr hat sich ja, das muss man wirklich sagen, weltweit blamiert. Verbündete sind entsetzt oder sogar empört über diese Leichtfertigkeit. Und der russische Präsident Wladimir Putin triumphiert.
kann man lesen und hören, haben zum Beispiel auch die Kollegen vom Spiegel geschrieben. Herr Benedikter, wie kann der entstandene Schaden wieder gekittet werden? Schweigen oder jetzt offen darüber reden? Natürlich offen darüber reden und aufarbeiten, diese Probleme, die es da jetzt gab, und neue Regeln, neues Regelwerk finden. Ich bin da mit Herrn Klein einer Meinung, wir müssen Wirtschaft und Politik muss da zusammenarbeiten, neue Wege zu gehen, neue Sicherheitskorridore sich zu schaffen und der Politik, der Ampelregierung vor allem, die jetzt hier die Zügel stellen muss, muss klar sein, wir haben eine Situation, wie im Kalten Krieg, will ich mal so fast so formulieren, aber eben unter, damals gab es noch keine Cyberkriminalität in dem großen Umfang und soziale Medien etc., aber wir haben neue Gegebenheiten und diesen neuen Gegebenheiten muss jetzt mehr Beachtung geschenkt werden. Da hat es eklatant gefehlt dran. Ja. Also dieser Vorfall, aber auch andere, wie beispielsweise die digitale Erpressung von Krankenhäusern, darüber haben wir gesprochen im Januar, verunsichert die Menschen. Herr Klein, welche Schularbeiten müssen nun endlich Wirtschaft, Politik oder auch, sagen wir mal, alle Menschen, die digital unterwegs sind, spätestens jetzt tun? Naja, alle Menschen, es wird oft genug gesagt, pass auf mit deinen Passwörtern, pass auf, was du in sozialen Medien liest und so weiter, was du postest. Das ist aber, jetzt kommt nämlich das Umgekehrte, die sozialen Medien, sei es auch Mobilfunkhersteller und so weiter, die machen es einem so leicht, mit den Geräten umzugehen und suggerieren, du bist doch sicher. Na, du hast das Gerät von Firma A und das Gerät von Firma S, wie auch immer, das ist sicher, das passt alles ganz gut und du musst dir keine Gedanken machen. Und dieser Gedanke, der ist in vielen Köpfen einfach drin. Ich nutze es, es ist so einfach, ich kann es doch mal eben machen. Ja. Da was gesucht, da was gepostet, da was geschrieben und so weiter. Die Mehrheit macht sich nicht die Gedanken darüber. Das ist nicht böse gemeint, sondern es ist einfach, wie die Wirtschaft oder die Gesellschaft letztendlich suggeriert, wie wir mit dieser Technik umgehen. Ja. Das ist dann im Sicherheitsbereich, muss es ganz anders sein, da gebe ich Ihnen recht, wir müssen Politik, Wirtschaft zusammenbringen, wir müssen Innovationen zusammenbringen, wir müssen wirklich einmal vor der Tür gucken, was gibt es, welche Möglichkeiten gibt es und das dann in einen Nenner bringen und dann dementsprechend versuchen zu handeln. Regeln, ja, sind gut, aber wir alle wissen, wir sind in Deutschland, bis wir Regeln haben, das dauert Ewigkeiten, das ist halt so. Aber es muss möglich sein, dass man umgehend handelt. Also, dass man sagt, zum Beispiel, morgen wird eine Konferenz Politik, Wirtschaft ausgerufen. Ja. Nicht in 3 Wochen. Natürlich muss das Thema transparent aufgearbeitet werden. Es muss vielleicht nicht in der Öffentlichkeit transparent aufgearbeitet werden, sondern auf dem politischen Weg, im Militärbereich muss das geklärt werden. Aber der Rest, das muss umgehend, da muss man sich einfach mal auch als Deutscher den Ruck geben und sagen, ja, wir machen keine Beratung erst oder Arbeitsgruppe, sondern wir fangen an. Ja, nun macht die Befürchtung die Runde, dass vor allem zu den Europawahlen im Juni und den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen im September mit neuen Leaks zu rechnen ist, die Wahlen beeinflussen sollen. Klar, das ist das Ziel. Herr Benedikter, macht Ihnen als Politiker diese Entwicklung Angst? Naja, Angst ist das falsche Wort. Man muss mit guten Augen, sage ich jetzt mal, draufschauen auf die Entwicklung und muss jede Aussage durchaus überprüfen, damit man keinem Deepfake irgendwo auch auf den Leim geht. Das ist das Wichtige dabei, aber ein toller Aspekt, den der Herr Klein jetzt gerade vorhin gebracht hat, in generell muss auch die Sensibilität in den Schulen schon auch angefangen werden, so, damit man drauf geht, er hantiert mit seinem Smartphone rum, ist, sagen wir mal, ein bisschen leichtfertig im Umgang. Das habe ich auch schon gemerkt. Ich habe für noch einen Jugendhilfeverein in der zweiten Heimat in Mecklenburg-Vorpommern und bin da auch aktuell beim Berufswahlparcours in Rostock unterwegs, unterhalte mich mit Schulen, mit Lehrern. Und da ist das Tablet oder solche digitalen Medien ja auch in den Schulen schon gang und gäbe. Und da gehört es auch hin, dass man die Jugendlichen vorbereitet auf diese digitalen Medien. Wie geht man mit um? Und mit dem Handy, mit dem Tablet,
mit dem quasi Smartphone und insbesondere, wie geht es mit den sozialen Medien, was für, sind da für Gefahren, worauf muss man achten, Deepfake-mäßig und so weiter. Und dann kann der Nutzer, in dem Fall parteimäßig der Wähler und so auch dann natürlich, die Menschen insgesamt generell und auch die Politiker untereinander etc., jeder kann dann effektiver auch merken, hoppla, ich muss hier mal aufpassen. Wenn man natürlich ein geschultes Auge da hat und gewisse Merkmale erkennt und natürlich dann so eine Sicherheitskorridor, nicht in der Öffentlichkeit, da gebe ich Herrn Klein recht, sondern hinter der Kulisse aufbaut und schaut hier, okay, hier muss man darauf achten, dass diverse Dinge sich nicht da durchsetzen. Jetzt gucken wir noch mal ein bisschen in die Tiefe. Ein digitaler Angriff auf die sogenannten kritischen Infrastrukturen kann zu vielen Ausfällen und Zusammenbrüchen führen. Strom, Trinkwasser, Verkehr, Gesundheit, Finanzen, IT und Kommunikationstechnik könnten betroffen sein. Was würde das konkret für uns bedeuten, Herr Klein? Welche Szenarien muss man sich da vorstellen? Also jetzt, wir können ja mal als bestes Beispiel nehmen Tesla in Grünheide. Dort sind die Transformatoren beschädigt worden und das Werk steht still. Und teilweise waren, glaube ich, auch noch Anwohner betroffen, dass da kein Strom mehr ist. So, und Logistikzentren von Lebensmitteln zum Beispiel, von einer großen Supermarktkette. So, und wenn wir jetzt die kritische Infrastruktur, Energieversorger angreifen und das geht oftmals, was viele ignorieren, über eine Web-Anwendung. Das heißt, es wird über Webseiten, die werden manipuliert. Dort werden Skripte, Informationen abgelegt, damit ich entweder Social Engineering mache, also Informationen von den Mitarbeitern bekomme, oder aber dadurch, dass Mitarbeiter auch diese Informationen nutzen, direkt in das interne Netzwerk kommen. Wenn ich da reinkomme, dann kann ich Transformatoren, ich kann es überlassen. Natürlich gibt es Sicherheitselemente und Steuerungen, aber teilweise werden auch noch alte Relais oder alte Steuerungen genutzt, die sie dann gar nicht mit den modernen Techniken schützen können oder so. Sondern dann wird eine Überlastung gefahren und dann kommt es dazu, Lebensmittel, Krankenhäuser müssen auf Notstrom umschalten. Und wenn es dann nur ein paar Stunden ist, ist es ja okay. Also ist es nicht okay, aber dann kann man es überbrücken. Aber wenn es längerfristig wird, dann geht es auch um Menschenleben. Das war das Problem bei dem Logistikzentrum. Ich sage es einfach mal, es war Edeka. Und zwar ein riesengroßes Logistikzentrum für Brandenburg und Berlin. Es waren tatsächlich einige Regale leer, also ähnlich wie zu der Corona-Zeit. Das hat man ja in Berlin und in Brandenburg gesehen, weil die ein riesengroßes Gebiet versorgen. Frage ich noch mal, vielleicht Sie beide, könnte, oder besonders Sie als Politiker, könnte eine Regierung mit all dem überhaupt noch fertig werden? Oder würde das totale Chaos in Deutschland ausbrechen, Herr Benedikt? Bei Cybersicherheit hat die Politik mit inklusiv der Zusammenarbeit der Wirtschaft durchaus Nachbesserungen zu schaffen. Ich darf nur mal so ein bisschen an den Aspekt erinnern. Wir hatten vor einigen Tagen, die Menschen haben es alle durchweg gemerkt, Ausfall, soziale Netzwerke, Facebook, Instagram, X, sind einige ausgefallen. Richtig, ausgefallen. Ja. Mhm. 2 Stunden ungefähr, totale Panik hinterher. Anfangs hatte man gedacht, hier die Hacker waren unterwegs und persönliche Profile geklaut etc. Oder dann hatte Facebook wieder der Meta-Konzern in den Griff gekriegt. Aber das sind so Probleme, oder wenn ich dann noch schlimmer an Menschenleben denke, wenn zum Beispiel ein Cyberangriff wirklich mal so stark ist, dass es zum Beispiel das Internet generell im Land lahmgelegt werden würde. Und wie will man denn die Menschen mit solchen Warnsystemen, Katwarn, Nina und so weiter, diese ganzen Warnsysteme, wie will man denn die Menschen erreichen, wenn es keine, auf den Häusern standen immer diese Sirenen, in manchen Orten sind sie ja noch, in Kühlungsborn beispielsweise, an der Ostsee, aber in vielen Gemeinden oder Städten gibt es das nicht mehr. Wie will man die Menschen in Notfällen erreichen, wenn es wirklich mal einen Angriff gibt, um zum Beispiel die Menschen in, ich hoffe nicht, toi toi toi, aber in Bunker zu bringen? Das Sicherheitswarnmechanismus bei Terrorangriffen oder eben bei anderen Landangriffen müssen irgendwie wieder, es muss eine Parallelstruktur aufgebaut werden, weil Cyberangriffe von anderen feindlichen Nachbarn haben natürlich dann das Ziel, das großartige Internet so lahmzulegen, dass man dann jede Verlässlichkeit nicht mehr hat. Ja, da gibt es ja diese klassische Aufforderung, immer wieder Batterien zu Hause zu haben und ein altes
Radio, ein klassisches kleines Radio mit Batteriebetrieb, mit UKW und heute DAB+. Die Sender, also vor allem die öffentlich-rechtlichen Sender, haben Notstromaggregate und können zumindest dann noch weitersenden, auch die Sendeanlagen. Ne? Mhm. Aber klar, alles andere wird nicht mehr funktionieren. Ja. Das sind ziemlich düstere Aussichten, wenn man sich das so überlegt. Ja, das geht dann zurück in die Steinzeit. Ja. Wir haben in Deutschland mehrere Knotenpunkte und wenn die lahmgelegt werden, dann gehen wir mal alle wieder zu Fuß und gehen in den Wald jagen. Ja, also das ist sehr düster gemeint. Ja. Aber die theoretische Gefahr besteht definitiv. Also, dann, und deswegen muss gehandelt werden. Dann stimmt also der Sendetitel Gefahr, Lauschangriff auf Deutschland, vor allem das Wort Gefahr. Das ist für uns alle eine Gefahr. Ja. Das haben wir gelernt. Die halbe Stunde ist schon wieder vorbei. Es ist unglaublich so schnell verrannt. Aber ich denke, dieses Thema wird uns noch öfter beschäftigen. Wir werden uns mit Sicherheit noch öfter sehen. Sie sind ja auch auf der Hannover Messe vertreten. Richtig, genau. Da werden wir Sie auch begleiten mit einem Fernsehteam. Da werde ich auch vor Ort sein. Und dann werden wir da mal gucken, was es da für Innovationen gibt. Grüße nach Baden-Württemberg und Ihrer zweiten Heimat Mecklenburg-Vorpommern. Das war meine Meinung. Ich bin Andreas Dorfmann und meine Meinung gibt es immer als Erstausstrahlung am Dienstag um 19.30 Uhr. Und dann gibt es immer noch Wiederholungen in Berlin, Brandenburg, Hamburg und in Baden-Württemberg. Und immer können Sie uns sehen auf YouTube. Also, bis zur nächsten Sendung. Sie wissen ja, man sieht sich.